Christoph, es heißt, die Wagner-Söldner werben offenbar gezielt um amerikanische Bürger. Wie genau läuft das ab? Also Wagner-Söldner ist ja erstmal Jewgeni Prigozhin, ein steinreicher Unternehmer aus St. Petersburg, der jetzt nicht nur Paramilitärs anführt und finanziert, sondern eben auch eine Trollfabrik hat. Und da sich die Leute eben auch in Social Media relativ gut auskennen. Und da ist jetzt ein Video produziert worden, in dem amerikanische Staatsbürger angeworben werden und wo es heißt, dass sie sich der russischen Truppe anschließen sollen, das heißt den Wagner-Söldnern. Und der Akzent wird da eben drauf gemacht, dass Amerika de facto von einem Deep State regiert wird, das heißt von einem Staat im Staate, einem Schattenstaate von kriminellen Oligarchen, die nur ihre eigenen Interessen verfolgen und im Endeffekt das Böse sein. Und wenn man sich gegen das Böse richten will und das Böse bekämpfen will, muss man sich Russland anschließen, so heißt es in diesem Video, weil Russland das einzige Land sei, das das Böse bekämpft. So, und solche Sachen können verfangen. Davon geht zumindest Prigozhin und seine Leute aus. Ganz gezielt sucht man da auch nach Leuten, die Verschwörungstheorien anhängen. Und wie erfolgreich das Ganze ist, kann ich nicht sagen. Aber hier wird eben auch mit Mitteln des hybriden Kriegs gearbeitet, Desinformation und so Leute anzuwerben, die dann im heißen Krieg gegen die Ukraine, wie man hier auch sagt, gegen die USA teilnehmen, und zwar Amerikaner. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.